Bundeskanzler ist ja einer, der das Richtige zur rechten Zeit gemacht hat. Wir wollten nicht, dass die Freiheitlichen aus der Regierung aussteigen, aber jetzt ist es eben passiert. Wenn man sich so verhält wie die in Ibiza, geht es anders nicht. Das ist eine Frage der Selbstachtung für einen Bundeskanzler, auch der Selbstachtung einer Republik. Und jetzt werden wir eben sehen, was Neuwahlen erbringen. Haben sich die Länder dafür auch eingesetzt, dass Innenminister Kickl nicht mehr ins Amt oder nicht mehr im Amt bleibt? War das auch eine Forderung in der Länder? Also es war uns sehr klar, dass das, was der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten vorschlagen wird, in diesem ganzen Szenario alternativlos ist, einschließlich aller personellen Geschichten.